möchte zuerst von einem Baby erzählen und seiner Familie. Wobei die Eltern sind zu mir gekommen, ich nenne sie Silvia und Roman, mit ihrer Tochter Julia, die ist ein bisschen älter als einjährig. Und die sind gekommen, weil Julia nächtlicherweise nicht gut schlafen kann. Sie erwacht mehrmals und unter Umständen hat sie auch Mühe zum Einschlafen oder wenn sie erwacht, dass sie längere Zeit nicht zum Schlafen zurückfindet. Und in so einer Situation, könnt ihr euch selber vorstellen, ist die Mutter natürlich nahe an der Erschöpfung schon mehr als ein Jahr. Und Julia war selber auch noch ein Schreibaby. Und schon eigentlich ganz zu Beginn erzählt der Vater, dass er selber ein Schreibaby war und bis zweijährig ganz schlecht geschlafen hat. Also die Symptomatik kommt eigentlich von ihm. Und was mir bald mal auffällt bei dieser Situation in dieser Familie, ist die Art und Weise, wie die kleine Julia mit der Mutter umgeht. Sie kann natürlich kriechen, einjährig. Und sie geht zur Mutter, fordert die Brust, trinkt zwei, drei Schluck, lässt sie die Brust wieder los, entdeckt die Welt neu. Nach kürzester Zeit kommt sie zur anderen Brust und fordert die genauso uneingeschränkt ein. Und das macht sie ununterbrochen. Und ich merke so, wie unter Druck die Mama steht durch diese Forderungen. Und ich spreche das an und die Mutter erzählt, ja, so, wenn wir das nicht machen, dann bricht die Hölle los. Dann ist sie untröstlich und wir versuchen sie dann mit allem Möglichen abzulenken. Und dann merke ich, wie die Mutter erschöpft ist durch das nächtliche Schlafen, das war klar, das hat sie am Anfang klar geschildert, aber auch durch dieses Trinkverhalten ihrer Tochter. Und ich habe gemerkt, dahinter ist eine große Not verborgen, was wusste ich nicht. Und dann habe ich der Mutter den Vorschlag gemacht und ich habe gemerkt, bald mal, dass sie ein hohes Vertrauen zu mir gefunden hat. Und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht, ob sie das mal mit meiner Hilfe ausprobieren möchte, dass sie der Julia nicht einfach die Brust gibt und dann einfach schaut, was mit der Julia geschieht und vor allem auch, wenn sie so heftig protestiert, was mit ihr geschieht. Und weil ich eigentlich bald gespürt habe, als die Eltern reingekommen sind, dass die Beziehung der Eltern relativ angespannt oder schwierig war, übrigens, was meistens der Fall ist, wenn ein Baby heftig weint, dann sind die Eltern meistens in innerer großer Anspannung beide und entsprechend ist ihre Liebe, kann nicht mehr frei fließen und das sind mächtige Spannungen. Das ist regelmäßig der Fall. Und weil das so stark der Fall war, habe ich der Mutter angeboten, ist das okay? Sonst hätte ich sie gefragt, magst du, wenn dein Mann, der Roman, hinter dich sitzt? In dieser Situation habe ich sie gefragt, ist es okay, wenn ich neben dich sitze? Und als die Julia dann heftigst anfing zu protestieren, habe ich ihr gesagt, du kannst dich auch bei mir anlehnen. Und das hat sie sehr gerne angenommen. Und in dieser Situation hat natürlich Julia sofort angefangen, heftigst zu weinen und auch sehr aggressiv, also nicht nur einfach trostloses Weinen, trauriges Weinen, sondern mit viel Wut und Protest. Und währenddem sie geweint hat und die Mama sich bei mir anlehnen konnte, hat sie angefangen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, nämlich, dass sie selber ein Frühchen war und 14 Tage in einem Wärmebettchen, in einer Isolette verbringen musste. Das heißt, sie war emotional sehr entfremdet von ihrer Mutter am Lebensanfang. Erst später in einem Brief habe ich dann ihre ganze Geschichte, hat sie mir Bedürfnis gehabt, ihre ganze Geschichte mitzuteilen und hat erzählt, das wäre mit so einer heftig protestierenden Tochter extrem schwierig gewesen, hat sie mir erzählt, dass sie eine schwerst traumatisierte Großmutter hatte, die kurze Zeit nach der Geburt ihre eigene Mutter verloren hat, Urgroßmutter, und die im Krieg schwer Hunger, also Mutter verloren und dann von der Stiefmutter wurde sie gedemütigt hinterher, Vater hat bald wieder geheiratet.
Im Krieg hat sie unendlich Hunger gelitten und auf der Flucht nach dem Krieg wurde sie wahrscheinlich auch vergewaltigt. Also eine polytraumatisierte Großmama, die später eine ganze kleine Nahrungssammlung angelegt hat, um diesen Hunger zu kompensieren. Und die natürlich ihre eigene Tochter, die Mutter von der Silvia, nicht richtig ernähren konnte. Gemeint ist, emotional ernähren konnte. Und das hat sich so ausgedrückt, dass sie gesagt hat, ihre Mutter hätte sich ausgelebt durch ihre hysterischen Wutanfälle auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch Willkür. Also eine ganze Kette von weiblichen Generationen zurück, die traumatisiert waren. Und bei der Mama selber war ihr emotionaler Hunger mit Händen zu greifen, wie sehr sie ihrer Tochter wirklich die Brust geben musste, aus einer inneren eigenen Not heraus. Und diese ganze Geschichte, die ich jetzt euch erzähle, hat sie mir im Brief mitgeteilt, hätte sie unmöglich so erzählen können. In der Sitzung selber hat die Kleine einfach getobt und die Mutter konnte sich dann immer mehr fallen lassen, hat sich immer mehr richtig gehend bei mir angeschmiegt, war wie ein kleines Kind. Und als sie sich so entspannen konnte, ist die Julia völlig friedlichst bei der Mama eingeschlafen. Und weil das eine mächtige Veränderung gebracht hat in der Familie drin, habe ich sie zu einem Seminar eingeladen, einem Weiterbildungsseminar, ob sie gerne nochmal kommen möchte, hat sie sehr gerne angenommen und kam wieder mit ihrem Mann und der Julia natürlich und meine Mitarbeiterin Michaela Mardonovic hat dann eine Mutterfunktion für sie übernommen. Währenddem sie als Mutter schon gewusst hat, es geht um Grenzen setzen, um zu sich sein und diesmal hat sie, es ging nicht mehr um die Brust, sondern sie hat ihrer Tochter nicht mehr erlaubt, einfach ihre Tasche beliebig auszuräumen, hat gesagt, nein, möchte ich nicht. Und Julia ist natürlich in ihre übliche Protesthaltung gesunken und sie durfte sich ganz bei der Michaela anlehnen und war dort gut versorgt. Und weil ich in der ersten Sitzung überhaupt keine Zeit hatte für den Vater, das war so atemberaubend, hatte ich jetzt das Gefühl, so jetzt ist sie bei Michaela gut versorgt, jetzt habe ich endlich Zeit für den Vater, habe ihn angesprochen und habe gemerkt, so, wie präsent er war. Ich habe übrigens etwas vergessen zu erzählen, nämlich sie hat in der ersten Sitzung gesagt, sie sei zwar total erschöpft, aber sie könne sich ab und zu ein bisschen erholen, indem sie in ihrer Praxis arbeiten ging und der Vater wurde nach der Geburt arbeitslos, natürlich kein Zufall, wurde nach der Geburt arbeitslos und hat dann die Julia versorgt, sodass sie so ein bisschen entspannen konnte, mindestens am Tag. Also ich wusste, wie bedeutungsvoll der Vater für die Julia war und ich habe auch gemerkt, wie schüchtern er war und wie er seine ganze emotionale Wärme für die Familie, für seine Frau, für die Tochter zurückgehalten hat und ich habe so versucht, das anzusprechen. Und ich habe auch gemerkt, wie mein Herz weit aufgeht und die ihr gestern bei der Babyarbeit dabei wart, ihr merkt so, wie ich mit meinem Herzen arbeite. Und durch diese Herzöffnung von mir habe ich so richtig gemerkt, wie er in seine Kompetenz, in seine männliche Kraft und in seine Kraft als Vater gekommen war. Es war wirklich sehr schön, ihm zuzuschauen. Und aus dieser Kompetenz heraus hat er sich dann gelöst und ging zu seiner Frau, saß neben sie, neben seiner Frau und hat die Frau, ich habe ihm nichts gesagt, hat die Frau am Rücken gehalten und seine Tochter gehalten und die Julia hat bis dann immer noch geweint, erst als der Papa kam und Mama und Tochter zusammengehalten hat, ist sie genau wie in der ersten Sitzung total friedlichst eingeschlafen. Es kam dann kurze Zeit nach dieser Sitzung ein Brief voller Dankbarkeit von der Mutter und dass diese beiden Sitzungen ihre Familiensituation völlig verändert hätten. Und sie hat mir darin auch mitgeteilt, das habe ich selber gespürt, dass sie an der Grenze war, sich von diesem Mann zu trennen. Das habe ich gespürt, deswegen habe ich ihr das Angebot gemacht in der ersten Sitzung, dass sie sich bei mir anlehnen darf.
und hat gesagt, durch diese Sitzungen sei wie eine neue Kraft in ihrem Mann entstanden und es sei eine völlig veränderte Familiensituation, sodass die Trennung überhaupt kein Thema mehr wäre. Nach diesem ersten Fallgeschichte über ein Baby möchte ich etwas über die Grundlagen, bevor ich meine Arbeit mit Babys darstelle, möchte ich etwas über die Grundlagen der pränatalen und perinatalen Psychologie und Psychotherapie erzählen. Die Medizin hat in den letzten 30 Jahren einen Durchbruch erlebt durch David Barker in England, der festgestellt hat, dass die Schwangerschaft darüber entscheidet, ob wir später im Leben gesund sind oder ob wir eher zu Krankheit neigen und wenn wir eher zu Krankheit neigen, welche Krankheiten wir haben, wie Diabetes oder Koronarerkrankungen bis zu Krebs. Und er hat weiter festgestellt, dass es nicht so sehr die Schwangerschaft ist, sondern eigentlich die ersten 3 Monate, die über das Schicksal eines Menschen entscheiden. Und zwar, es ist unmittelbar einleuchtend, dann, wenn die Organe gebildet werden. Und er hat von der fetalen Programmierung gesprochen. Peter Nathaniels in Amerika hat dann diese fetale Programmierung näher erklärt und Gesetzmäßigkeiten hergeleitet, wie zum Beispiel, dass je früher eine Prägung gesetzt wird, desto nachhaltiger ist die Wirkung. Und seither gibt es seit etwa 3 Jahren, gibt es nicht nur Weltkongresse zu diesem Thema, sondern es gibt auch einen eigenen Journal, der so extrem, ich bin selber Wissenschaftler, der so extrem wissenschaftlich ist, dass ich diesen Journal nicht mehr verstehe. Also eine extreme, extreme Spezialisierung, ganz wissenschaftliche Grundhaltung. Und was die Medizin seit 30 Jahren herausgefunden hat und was das Schicksal der Medizin in Zukunft entscheiden wird, bin ich überzeugt davon. Das hat die pränatale Psychologie seit etwa 100 Jahren herausgefunden, etwa begonnen mit Otto Rank, das Trauma der Geburt, in dem die pränatalen Therapeuten festgestellt haben, dass von Patientenleiden her wir das Leiden der Patienten nicht verstehen können, wenn wir nicht diese frühen Geschichten, Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit, mit berücksichtigen. Nun muss man dazu einschränkend sagen, dass die pränatale Psychologie ein Schattendasein geführt hat, über viele Jahrzehnte, bis etwa 1960, 70 Stanislav Grof gekommen ist, ein tschechischer Psychiater, der mit LSD gearbeitet hat. Und Grof hat dann festgestellt mit seinen LSD-Untersuchungen, dass wir Menschen alle polytraumatisiert sind und die Traumatisierungen sehen in den verschiedenen Lebensaltern ganz verschieden aus. Aber, und das ist ihm sofort aufgefallen, wenn wir in das Trauma mit 19 gehen oder dann in das Trauma mit 13 oder mit 6 oder mit 1, ist das Körpermuster merkwürdigerweise immer sehr ähnlich oder gar identisch. Und Stanislav Grof hat das Condensed Experiences genannt, Coex-System, und hat festgestellt, dass diese Traumen wie Zwiebelschalen ineinander verschachtelt sind und im Innersten ist die Geburtstrauma verborgen. Und das hat er ein Leben lang sehr präzise beschrieben. Und sein Zeitgenosse Frank Lake, ein englischer Psychiater und Theologe, hat feststellen können, und unter dem Geburtstrauma sind die verschiedenen Schwangerschaftstraumen verborgen. Auch er hat, wie Grof, mit LSD, das war damals noch legal, mit LSD arbeiten können. Und wenn diese Leute so in furchtbare Zustände gekommen sind und geschrien haben, sie würden erstochen oder verbrüht, hat Frank Lake das erstmal als psychotisches Erleben angeschaut und diagnostiziert, bis, wenn diese Leute aus ihrem Zustand rausgekommen sind und dann ihre Leute, ihre Eltern fragen konnten, haben die gesagt, ja, wir haben dich versucht mit einer Nadel zu holen oder wir haben dich mit Heißwasserbädern versucht zu holen, du bist aber nicht gekommen. Das heißt, Frank Lake musste dann einsehen über das, was die Patienten ihm erzählt haben, das, was sie in diesen LSD-Zuständen erlebt haben,
die Realität war 1:1. Nichts vom psychotischen Erleben. Nach meiner jetzt 46-jährigen praktischen Tätigkeit und seit 20 Jahren ungefähr spezialisiert auf pränataler Psychologie, würde ich das folgendermaßen formulieren: Alle heftigen Gefühle, Körperreaktionen, Schmerzzustände, Krankheiten sind bedingt durch die Schwangerschaft. Und noch genauer, durch den Beginn der Schwangerschaft. Heute sind wir natürlich sehr viel weiter gekommen als nur durch diese Patientenberichte. Ich erinnere etwa an die Forschungen von Alessandra Piontelli, einer italienischen Psychoanalytikerin, die Mütter begleitet hat bei der ersten Ultraschalluntersuchung und dann bei allen weiteren Ultraschalluntersuchungen, die Geburt beobachtet hat und dann die Kinder beobachtet hat bis 6-jährig. Und sie hat in einer Kurzformel festgestellt, dass das Grunderlebens- und Verhaltensmuster in der Schwangerschaft geprägt werden und wie ein Spiegel sind vom Erleben und Verhalten der Mutter. Oder David Chamberlain, ein ganz bedeutender pränataler Psychologe, Hypnotherapeut in Amerika, hat folgende Versuchsanordnung gewählt. Er hat 6-jährige Kinder in Hypnose versetzt und hat sich von ihnen ihre Geburtserlebnisse schildern lassen. Und weil die Mutter ein bisschen vergesslich sind, hat er die auch in Hypnose versetzt. Und dann hat er die beiden Geburtsgeschichten miteinander verglichen und festgestellt, dass die total deckungsgleich sind. Aber heute sind die negativen Gefühle, so werden sie genannt, negativen Gefühle der Mutter in der Schwangerschaft sehr genau untersucht worden. Ängste, Depressionen oder Stresssituationen. Und wer das untersucht hat oder wer die internationale Literatur dafür zusammengetragen hat, ist der bekannte pränatale Therapeut in Amerika, Thomas Verney. Und er hat festgestellt, dass bei solchen belasteten Schwangerschaften die Zellbildung im Zentralnervensystem gestört ist, vermindert ist und dass entsprechende Verknüpfungen, weniger Verknüpfungen zum pränatalen Kortex sind. Pränataler Kortex ist das, was unser Handeln und Erleben dämpft und hemmt, damit wir nicht so total spontan reagieren. Präfrontaler Kortex. Und es fällt einem, dass man nicht mehr belastet und schwanger. Genau. Weniger Zellteilung und das hat man natürlich nicht so sehr bei Babys festgestellt, sondern bei Tierversuchen. Man hat festgestellt, dass bei belasteter Schwangerschaft Serotonin abnimmt und Serotonin ist verantwortlich für unser Sozialverhalten. Oxytocin nimmt ab, das ist für unsere Liebesfähigkeit. Oder unter Vasopressin nimmt stark zu und das ist das, was uns feindselig werden lässt. Dann hat man festgestellt, dass die Amygdala bei solchen stressvollen Schwangerschaften enorm vergrößert ist. Die Amygdala ist so ein Zentrum im Vorderhirn, wo alle Impulse erstmal durchgehen und die schaltet auf Angst respektive entsprechende Abwehrmechanismen, sprich Aggression. Die Amygdala ist enorm vergrößert im Vergleich zu Hippocampus, dem Gedächtniszentrum. Dann hat er festgestellt, dass, das ist lange bekannt, dass bei jeder Zellteilung am Schluss immer so ein Anhang ist und bei jeder Zellteilung nimmt dieser Anhang langsam ab und bei stressvollen Schwangerschaften ist dieser Anhang verkürzt, was bedeutet, Stress in der Schwangerschaft bedeutet ein vorzeitiges Altern. Oder als letzten Punkt Missbildungen. Das hat er im Journal for Preperinatal Psychology and Health, hat er diesen Artikel publiziert. Früher ist er damit durch die ganze Welt gereist. Und heute ist das Verhalten und Erleben der Kinder direkt untersucht worden,
nach der Geburt von Bea van der Berg, seit etwa 30, 40 Jahren. Und Bea van der Berg in Belgien hat ein ganzes Team von Mitarbeitern, das ist nicht sie allein. Und sie hat diesen Begriff geprägt, die negativen mütterlichen Gefühle, und das führt zu einer Verwundbarkeit des Fötus. Das heißt, negative oder belastete, ich spreche lieber von belasteter Schwangerschaft, belastete Schwangerschaft führt zu vermehrten Fehlgeburten, es führt zu Totgeburten und zu plötzlichem Kindstod. Dann Geburtskomplikationen sind die Folge, aber Sie können umdrehen, wenn Geburtskomplikationen sind, wenn es nicht von der Medizin her bedingt ist, heißt immer belastete Schwangerschaft. Dann ein erhöhtes Schreien und Koliken der Kinder. Die Krankheitsneigung nimmt zu, das Immunsystem ist reduziert. Später haben deswegen dann die Kinder immer wieder Mandelentzündungen oder Mittelohrentzündungen. Haben wir schon jetzt gerade gehört, Schlafstörungen kommen immer durch belastete Schwangerschaft. Gestörtes Bindungsverhalten, Bindungsverhalten wird in der Schwangerschaft geprägt. Reduzierte Aufmerksamkeit und Neugierde. Dann ein weiterer Komplikationsfaktor ist Hyperaktivität, eine innere Unruhe. Und eine innere Unruhe ist die Zivilisationskrankheit schlechthin. Und vermehrte oder reduzierte Aufmerksamkeit und Hyperaktivität ist, warum ein Viertel unserer Kinder Ritalin bekommen. Dann zeigen solche Kinder durch belastete Schwangerschaft ein hohes Furcht- und Schreckverhalten, zum Beispiel in Trennungssituationen oder in fremden Situationen. Sie haben eine niedere Frustrationstoleranz, eine geringe Impulskontrolle, das heißt, sie haben ein hohes Stressniveau. Und schließlich ist die Selbstregulation der Gefühle gestört, und ich weiß nicht, wie weit Sie Alan Shore kennen, der hat als Psychoanalytiker drei Riesenbände geschrieben über gestörte oder die Selbstregulation der Gefühle, die ist im Wesentlichen gestört durch die Schwangerschaft. Und schließlich eine verzögerte motorische Entwicklung und eine verzögerte Sprachentwicklung. Und das heißt auch, das Lernen, die Intelligenz, das Gedächtnis ist damit anfällig. Wenn Sie diese enorme Liste hören, die die Forschung heute rausgekriegt hat an Kindern und das von Werni noch dazu nehmen, dann ist die Prägung einfach universell, was in der Schwangerschaft drin geschieht. Bei Erwachsenen vielleicht noch ein kurzes Wort. Alle schweren psychischen Krankheiten sind bedingt, wie Schizophrenie, Depression, Autismus oder die Angstbereitschaft, Panikbereitschaft, das heißt die Neigung, ob wir später auf ein Ereignis mit posttraumatischen Belastungsstörungen reagieren. Eine geringe Impulskontrolle, das ergibt asoziales Verhalten, Gewaltbereitschaft und gestörtes Gedächtnis, ein Überwiegen der negativen Erinnerungen. Was die pränatale Psychologie hier herausgefunden hat, ist genau das, was die Medizin, was ich am Anfang von der Medizin erzählt habe. Und jetzt möchte ich noch, bevor ich auf die Babyarbeit eingehe, ein Wort sagen, wo die heutige moderne pränatale Psychologie und Psychotherapie steht, nämlich indem sie neben der ganzen Wissenschaftlichkeit, und was ich hier betont habe, ist alles Wissenschaft, von außen beobachtbar, dass sie sagt, wir verstehen ein Baby nicht, wenn wir nicht die Spiritualität dazu nehmen. Und vielleicht sagt Ihnen Ken Wilber etwas. Ken Wilber versucht seit Jahrzehnten uns klarzumachen, dass wenn wir nicht Wissenschaftlichkeit und Spiritualität zusammenfügen, ohne dass ein Bereich den anderen dominiert, werden wir nie zu einem neuen Menschenbild kommen. Und David Chamberlain war der Erste, der das so
Vor vielen Jahren habe ich ihn gehört in einem Kongress in Heidelberg und David Chamberlain hat gesagt, wir verstehen ein Baby nicht, wenn wir nicht die spirituelle Dimension dazu nehmen. Und er ist durch die Nahtodforschung dazugekommen. Und die Nahtodforschung heißt, dass ein Mensch sich zum Beispiel nach dem Unfall aus dem Körper erhebt, die Seele, und über den toten Körper schwebt und sieht, oje, ich bin ja tot. Oder in der Operation genauso, wenn die Seele aus dem Körper austritt und den toten Körper sieht. Und jetzt sagt David Chamberlain, und die Seele ist diejenige Instanz oder diejenige, die das erlebt und nicht das Zentralnervensystem. Das Zentralnervensystem ist tot da auf dem Operationstisch oder beim Unfall. So ist David Chamberlain dazu gekommen und ich möchte ihn von dieser Nahtodforschung nur Pim van Lommel zitieren. Das ist ein holländischer Kardiologe, der ganz so herleitet, wo die moderne Nahtodforschung steht. Und Pim van Lommel versucht auch kompliziert, das Ganze mit Quantenphysik herzuleiten, als mögliche Erklärungsmodelle. Und sein Buch Endloses Bewusstsein, das ich Ihnen warm empfehle, endet mit dem Satz, es gibt ein Bewusstsein vor der Zeugung und es gibt ein Bewusstsein nach dem Tod. Und er als Wissenschaftler sagt nichts mehr aus, als das ist ein Faktum. Und die heute wahrscheinlich bedeutendste pränatale Psychologin ist die Wendy McCarthy. Ihr Buch heißt Ich bin Bewusstsein, sagt, wir müssen zwei Formen von Bewusstsein unterscheiden. Auf der einen Seite das menschliche Bewusstsein oder das körperliche Bewusstsein und das können wir von der Wissenschaft her von außen beobachten. Oder das spirituelle, das transzendente Bewusstsein und das ist das primäre Bewusstsein, das ist das, was wir gängigerweise als Seele betrachten. Und Wendy sagt, wir können ein Baby nicht verstehen, wenn wir nicht beide Ebenen so zusammen sehen, wie wir das jetzt in den letzten 50, 100 Jahren gelernt haben, Körper und Seele, dass wir zwar mehr den Körper, mal mehr die Seele anschauen, aber das ist letztlich eine Einheit der Mensch, das geht nicht, wir müssen das zusammen sehen. Und genauso sagt sie, müssen wir dieses körperliche Bewusstsein und das spirituelle Bewusstsein lernen, zusammenzufügen, zusammenzusehen. Letztlich, wenn Sie das als Schlussfolgerung daraus ziehen wollen, ist der Mensch, ist ein Baby, ein vollbewusstes, erlebendes Wesen seit allem Anfang an, seit der Zeugung und natürlich schon davor. Und William Emerson, der Altmeister der Babytherapie, der das, was die pränatale Psychologie und Psychotherapie herausgefunden hat, auf die Babys übertragen hat und zum ersten Mal mit Babys angefangen hat zu arbeiten vor etwa 30, 40 Jahren. William Emerson sagt, das Baby hat ein höheres Bewusstsein als wir, weil sein Bewusstsein noch näher bei Gott ist. Und damit sehen Sie auch, wie radikaler Widerspruch das zu einem wissenschaftlichen Weltbild ist, das etwas sagt, ein Neugeborenes erlebt noch nichts, sondern ist einfach ein Reflexbündel und erst allmählich kommen die Gefühle dazu. Und mein persönlicher Glaube, den müssen Sie nicht teilen, Sie können auch einfach die Seele annehmen, die aus der Jenseits kommt. Mein persönlicher Glaube ist natürlich, dass wir schon viele Male gelebt haben, die Reinkarnation. Und ich formuliere das immer sehr liebevoll und sage, das ist mein persönlicher Glaube, ist natürlich überhaupt kein Glaube, sondern die Forschungsresultate der pränatalen Psychologie so umwerfend, so wie Sie als Mediziner sagen können, also ich glaube natürlich nicht an die pränatale Psychologie oder an die pränatale Medizin. Das Forschungsergebnisse der pränatalen Wissenschaft ist so umwerfend, dass Sie das nur noch aus persönlichen Gründen verleugnen können. Und die Reinkarnation ist ähnlich. Die Forschungsresultate, was die Reinkarnationstherapeuten zusammengetragen hat, ist einfach überwältigend. Ich nenne etwa das Buch von Dieter Hassler, ein Wissenschaftler, der versucht, so die
Weltliteratur von der Reinkarnation zusammenzufassen, dass man weiß, wer heute alles was erforscht hat. So, das war nötig, damit ich jetzt auf meine Arbeit mit Babys eingehen kann, aber ich möchte noch mal eine Vorbemerkung machen. Ich selber mache eine Weiterbildung in 4 Kursen, wo ich den Leuten die Theorie beibringe, die ich in 46 Jahren gelernt habe. Und Leute sagen mir immer, das ist unmöglich. Kann man nicht in 4 Wochen beibringen, was du 46 Jahre hier angeeignet hast und mühsam erarbeitet hast. Ich habe eine andere Erfahrung, und zwar indem ich sehe, wie meine Schüler genau die gleiche Arbeit machen, die überhaupt keine Erfahrung haben, die eventuell nie therapeutisch vorher gearbeitet haben. Es gibt 2 Voraussetzungen, wie man so arbeiten kann. Nämlich, dass man die eigenen frühen Verletzungen sehr präzise kennt. Und zwar nenne ich das den Weg der Introspektion. Immer wenn wir uns verletzt fühlen oder in eine Krise geraten, dass wir nicht das böse Außen, wer immer das ist, dafür verantwortlich machen, sondern spüren, was hat das bei mir ausgelöst und jetzt, was hat das ausgelöst? Und in die Tiefe gehen und den Körper entlang spüren, woher kommt das? Was ist meine ursprüngliche Verletzung, dass ich auf diese Situation so heftig reagiere? Das, was Judith vorher gesagt hat, es gibt keine objektiven Trauben, selbstverständlich nicht. Aber wir reagieren unter Umständen extrem heftig auf, wenn unser Partner uns vielleicht nur so und so anschaut oder ein Wort sagt, wumms, sind wir im Keller verrauscht. Nicht der böse Partner oder die böse Partnerin, sondern was in mir ist es, dass ich auf meine Partnerin, auf meinen Partner so heftig reagiere, und aus diesem Standpunkt her können Sie dann der Partnerin und dem Partner nur dankbar sein und sagen, es ist so schwierig mit dir, du löst immer wieder meine alten Wunden aus, Dankeschön. Das ist der Weg der Introspektion, den konsequent und zwar bis zum letzten Atemzug, das hört nie auf. Und das Zweite ist genauso wichtig, nämlich das offene Herz. Es geht nicht um die Theorie. Natürlich erzähle ich meinen Schülern ein bisschen von Theorie, aber genauso viel wie euch, und damit können sie nicht arbeiten, sondern ich erzähle ihnen oder ich lebe ihnen auch vor, wie ich mit offenem Herzen arbeite und sich letztlich durch die Menschen, die zu mir kommen, berühren lasse, und das erleben sie selber in der Weiterbildung drin. Und letztlich gehe ich davon aus, dass in jedem Menschen drin ein göttlicher Kern ist, das ist mein spirituelles Weltbild. Und was ich probiere, ist mit meinem göttlichen Kern, dem göttlichen Kern meines Gegenüber zu berühren oder den zu spüren. Und im Moment, wenn ich spüre, dass mein Herz aufgeht, dass ich Gefühle von Zärtlichkeit spüre und Liebe spüre, dann weiß ich, es geschieht Heilung. Und wie die dann geschieht, ist nicht so wichtig. Der dritte Punkt ist nicht fakultativ, aber das bringe ich natürlich meinen Schülern schon bei. Der Irrsinn sitzt in der Gesellschaft, nicht in der einzelnen Mutter, nicht im einzelnen Vater, in ihrer nicht gelebten, traumatisierten Beziehung, sondern wir leben in einer Irrsinnsgesellschaft drin. Am besten habe ich das dargestellt in meinem Pestbuch oder in dem Mythenbuch, was da hinten liegt. Und wo dieser Irrsinn weitergegeben wird, ist in der einzelnen Familie, von der Mama auf den Sohn oder die Tochter oder vom Papa oder von ihrer Beziehung. Und das sind auch keine bösen Eltern, sondern die sind natürlich traumatisiert worden durch ihre eigenen Eltern. Jetzt würde ich gerne etwas von meiner Arbeit sprechen. Meine Arbeit basiert in erster Linie auf Ressourcen, indem ich mit einer Familie relativ vorsichtig Kontakt aufnehme, unter Umständen so ganz harmlose Gespräche führe und dann auch versuche, mit dem Baby Kontakt aufzunehmen. Und erst wenn ich spüre, ich habe einen Kontakt zur Mama, ich habe einen Kontakt zum Papa, ich habe einen Kontakt zum Baby, dann fange ich an,
und lasse mir schildern, was ist denn der Grund, warum ihr hierher gekommen seid. Und was ich jetzt mache, ist nichts anderes, weil ich ja von dem vollbewussten menschlichen Wesen ausgehe, vom Baby. Ich schaue, wer beginnt zuerst zu aktivieren und wie. Und das kann der Vater sein, das kann die Mutter sein. Häufig ist es zuerst das Baby. Und das Baby ist am Anfang und umständlich sehr liebevoll da und gluckst und ist zufrieden auf dem Körper der Mutter oder wo immer, beim Papa. Und dann irgendwann kommt ein Thema hoch und dann kommen so Spannungslaute und dann kann es zu weinen übergehen und irgendwann beginnt es zu schreien und dann sage ich den Eltern, Moment, ich interessiere mich sehr, was ihr erzählt, das ist nämlich der Schlüssel, um euer Baby zu verstehen, aber jetzt möchte ich gerne mir wirklich Zeit nehmen fürs Baby und versuchen, mit dem Baby zu arbeiten. Und meine Grundhaltung, wenn ich mit einem Baby arbeite, ist, ich weiß aus Erfahrung, Eltern zu Hause versuchen, wenn ein Baby weint, so schnell wie möglich das Baby zu beruhigen, diverseste Methoden, und zwar deswegen, weil das Baby so heftige eigene Traumatisierungen weckt. Sie müssen das Baby beruhigen, sie können gar nicht anders. Und was ich versuche ist, die Mama und den Papa ein bisschen zu verführen und zu sagen, du darfst dein Baby, aber du musst es nicht verführen. Schau doch einfach mal, was geschieht. Und letztlich, ich möchte dem Baby einen Raum anbieten, wo es mit seinen Tränen seine Geschichte erzählen kann. Und das basiert so auf der Lebensphilosophie von Alida Solter. Das Gegenteil von jedes Kind kann schlafen lernen, das ist ein Horror und ist ein Weltbestseller. Und Alida Solter sagt, jede Träne auf dem Körper der Mama oder dem Papa geweint, ist eine Heilung. Und was wir natürlich machen, wenn ein Baby weint, ist viel Containment, viel Geborgenheit und dass es nicht alleine gelassen wird, wie früher, wenn es weint, in die Küche stellen oder noch schlimmer in den Keller, sondern dass die Eltern da sind mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit und ich genauso. Und dann achte ich eigentlich, wohin zieht es meine Hände. Wenn ich so mich jetzt auf ein Baby konzentriere und das Baby beginnt heftig zu weinen und ihr gestern da gewesen seid, ihr seht, dass ich häufig zuerst zu den Füßen gehe, weil die Füße erstmal nicht so intim sind, wenn ich die Hand auf den Bauch lege oder den Kopf berühre, sondern das geht relativ gut. Und ich frage das Baby immer erst, darf ich deine Füße berühren? Oder wenn es meine Hände wegkickt, dann kommentiere ich das und sage, ah, ich merke, du möchtest nicht, dass ich deine Füße berühre. Das ist okay. Also ich achte natürlich sehr auf Grenzen, wie ein Baby reagiert. Und ich fange deswegen meinen Füßen meist deswegen an, weil meine Erfahrung ist, dass Babys mit heftig weinenden Babys ganz verkrampfte Fußsohlen haben. Das ist natürlich bei den Erwachsenen nicht anders, aber bei Baby ist das ausgesprochen stark vorhanden. Und dann beginne ich einfach nur, ich halte nur die Füße und sage dann auch dem Papa, du, das kannst du auch zu Hause, oder der Mama, das könnt ihr auch zu Hause ausprobieren. Und ich achte, wo es meine Hände sonst hinzieht, wenn das Baby Koliken hat, frage ich auch, ist es okay, wenn ich deinen Bauch berühre? Ich frage auch die Mama, ist das okay, wenn ich Nähe, meistens hat die Mama oder der Papa das Baby auf dem Körper, darf ich in deine Nähe kommen? Und ich achte immer sehr auf Grenzen und ich frage die Mama auch, wenn ich sie berühre, ist das okay? Oder wenn sie merkt, das ist für sie zu stressig, ziehe ich mich selbstverständlich zurück und bin in keiner Art und Weise beleidigt, ist klar. Das ist so meine Arbeit mit dem Baby und ich arbeite genauso, wie ich mit dem Baby selber arbeite, arbeite ich mit den Eltern. Und meine Erfahrung ist, Eltern sind nie so offen, wie während der Schwangerschaft,
Geburt und Babyzeit nie so offen, ihre eigenen Traumatisierungen zu spüren und zuzulassen. Und was ich probiere, ist, sie ein bisschen zu verführen mit meinem offenen Herzen, dass sie frühe Abspaltungen, was so schmerzlich war, dass sie es einfach nicht aushalten konnten und das verdrängen mussten, die entsprechenden Gefühle, dass sie solche frühen Abspaltungen zulassen dürfen. Und zwar, das ist meine Art, wie ich bin, ein offenes Herz, und ich frage auch, darf ich dich berühren, dein Herz berühren, am Rücken zum Beispiel, darf ich meine Hand auf deinen Bauch legen, wenn die Mama sagt, mein Bauch ist total hart, oder ich frage, ist das okay, wenn du merkst, du bist am ganzen Körper angespannt, magst du, wenn ich merke, da ist eine gute Verbindung zwischen den Eltern, magst du, Mama, in den Schoß deines Mannes sitzen? Und die Männer haben das extrem gerne, wenn die Frauen zum ersten Mal so ganz weich werden, in ihrem, je mehr sie den Kontakt zulassen dürfen in dieser hilflosen Situation, und ich habe sie ja dazu verführt, desto mehr können sie sich fallen lassen. Und meine Erfahrung ist, dass die Männer das extrem schätzen. Und meine Grundhaltung ist und Erfahrung, es gibt keine schlechten Eltern, prinzipiell nicht, sondern es gibt nur traumatisierte Eltern, die selber schwer traumatisiert worden sind. Und meine Erfahrung ist, durch die Existenz eines Kindes, wenn sich das ankündigt in der Schwangerschaft oder wenn es geboren ist, dann, wenn es sich meldet mit seinen Tränen, weckt einfach die heftigen eigenen nicht verarbeiteten Verletzungen. Dann gehe ich vom, das habe ich euch erzählt, vom vollen Bewusstsein eines Babys aus und komme letztlich so zum Ergebnis, dass, oder meine Erfahrung ist, dass wenn ein Baby weint, spürt es die nicht aufgearbeiteten Verletzungen der Eltern. Und die Eltern sind ja nicht böse, sondern die sind selber wiederum traumatisiert durch die Großeltern oder Urgroßeltern. Das heißt, das Baby trägt die Traumata der Eltern und von ganzen Generationen zurück. Das heißt, das Symptom eines Babys oder später, ich habe natürlich jahrelang Familientherapie gemacht, seit ich Praxis habe, Kinder tragen mit ihren Symptomen die nicht verarbeiteten Verletzungen von ganz vielen Generationen, nicht nur Mama und Papa und ihren Beziehungen, sondern auch Generationen zurück. Und was ich festgestellt habe, darum habe ich mich so ein bisschen geziert am Anfang mit den negativen mütterlichen Gefühlen, meine Erfahrung in den ganzen Jahren der Therapie ist, dass die Mütter zwar eine wichtige Rolle spielen und sie haben schließlich das Baby im Bauch und dann stillen sie es und sind möglicherweise die hauptsächliche Betreuungsperson. Meine Erfahrung ist, die Väter sind genauso entscheidend wie die Mütter. Und von meinem Reinkarnationshintergrund sage ich natürlich, das Baby hat nicht die Mama gewählt, sondern das Baby hat den Papa und die Mama gewählt und ihre Beziehung. Der Vater ist genauso wichtig. Und was ich dann mache, ist, dass ich in einer Babytherapie, je nachdem, am Schluss differenziere und dem Baby erkläre, was ich das Gefühl habe, das ist ein Papa sein Problem, das ist der Mama ihr Problem und das ist auch das wichtige Aufgabe jetzt für die Eltern, dass sie an diesem Problem arbeiten, aber dass sie natürlich diese Ängste der Eltern, diese Verletzungen der Eltern gespürt haben und dass das ihre Schwangerschaft belastet hat. Ich erzähle dann dem Baby, was ich unter Umständen verstanden habe. Mache ich nicht regelmäßig, aber wenn ich das Gefühl habe, das tut dem Baby gut, dann versuche ich zu differenzieren. Und den Eltern mache ich Mut, wenn sie zum Beispiel während der Schwangerschaft, sie sind offen für alte Verletzungen, dann gibt es heftige Gefühlsausbrüche, dass sie genauso mit dem Baby umgehen, wenn sie so heftige Wutausbrüche hatten, Verzweiflungsausbrüche, was immer, dass sie hinterher mit dem Baby darüber in aller Ruhe, und das Baby ist voll bewusst, dass sie hinterher mit dem Baby darüber sprechen und sagen, weißt du,
Ich war sowas von wütend auf deinen Papa. Ich hätte den umbringen können. Aber einfach, das ist meine Geschichte und hat mit deinem Papa nichts zu tun. Sofort differenzieren. Und meine Erfahrung, es gibt so viele verletzte Grenzen auf dieser Welt. Sexueller Missbrauch und emotionaler Missbrauch und narzisstischer Missbrauch. Aber die wirklich schwierig verletzten Grenzen sind alle in der Schwangerschaft. Denn wenn Eltern so heftige Gefühle haben, das Baby hat sofort den Impuls oder das Gefühl, das ist unsere Erfahrung von den pränatalen Therapeuten, es ist schuld. Und das Verrückte ist, es ist so, es ist schuldig. Aber natürlich ist es nicht schuld, sondern es ist nur Ursache, dass die Eltern so heftig reagieren. Und dass die Eltern dann mit dem Baby Kontakt aufnehmen und ihm das erklären. Und vielleicht dazu noch eine kleine Anmerkung. Was ich in meiner ganzen therapeutischen Praxis festgestellt habe, es ist schwierig mit der Wut umzugehen und es ist schwierig mit der Trauer umzugehen und mit der Sexualität und mit der Angst und mit den Schamgefühlen und Schuldgefühlen. Aber das schwierigste Gefühl ist die Ohnmacht und die Hilflosigkeit. Und die sind häufig so schwer zu ertragen, dass das nur abgespalten werden kann. Das heißt, radikal verdrängt und davon haben wir keine Ahnung mehr. Und die häufigste Art von Verarbeitung von Ohnmacht ist Flucht nach vorn. Macht um jeden Preis. Wir Männer sind da ein bisschen gefährdet. Dann, dass wir unsere Antennen permanent 200%ig ausgefahren haben. Das heißt, wir fühlen uns jederzeit total bedroht. Das ist typisch für Ohnmacht. Und totale Kontrolle. Je mehr jemand sein Leben kontrollieren muss, will, desto mehr wirksam sind solche frühen Verletzungen. Als ich diese Arbeit entwickelt habe, natürlich herkommend von William Emerson, mit den Babys habe ich immer das Gefühl gehabt, ich möchte gerne aufdecken, damit die Mama auch versteht und ich weiß von mir selber, von meinem eigenen Trauma, dass es eine enorme Erleichterung ist, wenn wir mal verstehen, woher ein Trauma kommt. Das glaube ich immer noch, dass es hilft, dass wir selber milde werden mit uns, wenn wir spüren, woher die Traumatisierung kommt. Aber ich merke heute, dass ich nicht unbedingt alles aufdecken muss. Sondern was ich probiere ist, dass eine Mama in dieser Situation, ein Baby, ein Papa in dieser Situation, wo ich mit ihnen arbeite, irgendjemand ist aktiviert oder verschiedene Personen sind aktiviert, dass die Menschen einfach in eine innere Ruhe und Entspannung kommen können. Und es ist gar nicht unbedingt notwendig, die ganzen Hintergründe zu verstehen. Es ist eine Erleichterung, es ist nicht notwendig. Und was ich den Eltern immer auch versuche beizubringen, das könnt ihr auch zu Hause. Zum Beispiel, wenn du Mama spürst, wie sehr du verletzt bist durch das Weinen deines Babys, wenn du einfach präsent bist, Papa, und hinter die Mama bist und sie berührst und du musst nichts machen. Männer wollen immer etwas machen. Nichts machen, präsent sein, das genügt. Und ich möchte zum Abschluss nochmal eine Fallgeschichte erzählen von Maria und Klaus. Den beiden Eltern und auch hier eine kleine Katja, die ungefähr einjährig ist und auch bei Katja ist es ist häufig ist es der Schlaf, weswegen die Eltern meine Hilfe suchen. Und ich habe mit der Familie zweimal gearbeitet, vor allem mit der Mama. Sie hatte wirklich eine sehr komplizierte Geschichte, die ich hier nur andeuten will. Nämlich ihre Eltern, ihre Großeltern hatten eine Hotelkette in der Schweiz und ich weiß aus Erfahrung, Hotel, Restaurant, die Eltern sind einfach mit Arbeit eingedeckt bis hierher und haben keine Zeit für ihre Kinder, keine Musse für ihre Kinder, die sich so zwischen den Gästen durchschlängeln und mal hier eine Brosame bekommen und da eine Brosame.
Das heißt, ich habe natürlich aus dieser Geschichte genommen, dass die Mutter von Maria schwer verwahrlost war, dass sie nicht das bekommen hat von ihren Eltern, was sie eigentlich gebraucht hat. Und die Maria selber hat natürlich wiederum die Verwahrlosung ihrer Mutter, das heißt die emotionelle Unterernährung. Ich hänge keine Diagnosen an. Ich arbeite prinzipiell ohne Diagnosen. Aber einfach um zu zeigen, wo der Mangel liegt in dieser Situation. Und die Familie hat sich sehr beruhigt. Die Katja konnte sehr viel besser schlafen. Und in dieser Situation habe ich die Eltern auch zu einem Babyseminar eingeladen. Und ich hatte sofort so das Bild, weil ich den Vater bisher zu wenig beachtet, also ich habe ihn schon beachtet, aber ich hatte einfach zu wenig Zeit, ich wusste erstmal, dass die Mutter ein bisschen von ihrer Erschöpfung runterkommt, habe ich mir vorgenommen in diesem Seminar, in der Babyseminar, da sind etwa so 10 Leute und ich zeige, wie ich mit Familien arbeite und dann kann die, so wie gestern, dann kann die Familie auch Leute aus dem Publikum wählen und dass sie unterstützt werden. Und ich habe so versucht, auf die Geschichte des Vaters einzugehen und habe ihm gesagt, weißt du, ich habe gemerkt, ich habe den Vater sehr gerne, von Anfang an, nicht nur die Mama. Übrigens, wenn wir nicht für beide Eltern gleich unser Herz öffnen können, haben wir immer verspielt, das müssen wir können. Also ich habe gemerkt, so wie ich liebevoll mit dem Vater verbunden war und dann habe ich ihn so ein bisschen gefragt, magst du ein bisschen erzählen, wie du entstanden bist und deine Schwangerschaft? Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Meine Mutter wollte unbedingt ein Kind und zwar lange Zeit und hat einfach kein Kind gegeben. Und irgendwann hat sie resigniert und gesagt, okay, dann gehe ich in meinen Beruf zurück und ihr Berufsziel war, Karriere zu machen und dann wurde sie schwanger mit dem Vater. Und dann war die Reaktion der Mutter erstmal, dass sie sehr wütend wurde. Das hat sie überhaupt nicht erwartet. Und diese Wut hat sich später ins Gegenteil umgedreht. Er ist Einzelkind geblieben und die ganze Liebe der Mutter hat sich auf ihn, wenn Sie das wollen, Overprotection, die ganze Liebe der Mutter hat sich auf ihn konzentriert und die Mutter hatte erst noch keine gute Beziehung zum Vater und dann hat sie sich noch mehr auf den Jungen konzentriert, auf den Klaus. Und er konnte sich auf diese übergroße Bedeutung für seine Mutter nicht anders wehren, als dass er sich emotional sehr zurückgezogen hat und eine sehr introvertierte Entwicklung, bis er hat gesagt, im Gymnasium habe ich mir gesagt, ich muss jetzt mit Kollegen zusammen sein. So kann ich nicht leben. Also hat dann ganz bewusst versucht, diese Isolation, die er selber gewählt hat, ein Leben lang zu durchbrechen. Und während er das erzählt hat, ist mir aufgefallen, dass die kleine Katja zum Vater gekrochen ist und dann war sie nicht nur auf seinem Körper, sondern sie hat so angefangen zu nörzen und dann hat sie angefangen zu weinen. Und was mir bei dem Weinen aufgefallen ist, dass es einen sehr depressiven Unterton hatte. Also ich hatte, das kann ich jetzt erst nach einer längeren Zeit von Arbeit so beschreiben, ich hatte wie das Gefühl, sie ist in einer Endlosschleife von Trauer gefangen und ich wusste nicht, wie man diesem Kind helfen kann. Das Einzige war, dass ich versucht habe, mit dem Papa zu arbeiten, dass er spüren kann, was bei ihm angesprochen wurde. Und ich habe meine Sympathie für den Vater betont, und das meine ich ernst, aber was mir aufgefallen ist, dass obwohl diese kleine Katja richtig depressiv auf ihn geweint hat, er blieb völlig in seiner Sachlichkeit und Neutralität und konnte aber nicht den geringsten Schritt machen in Richtung Trauer. Er hat wörtlich gesagt, ich weine seit 30 Jahren nicht mehr, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und schließlich hat die Mutter versucht, die Maria diesen Teufelskreis ein bisschen zu durchbrechen und hat ihm angeboten, wir haben auch verschiedene Angebote gemacht an ihm, konnte er alles nicht annehmen. Aber die Frau, die Hilfe von seiner Frau, die konnte er annehmen.
Und dann saß er in dem Schoß von Maria, immer noch die kleine Katja, weinend auf seinem, zwar fast eine Stunde lang. Also das ist unglaublich schwierig, das zu ertragen. Aber auch im Schoß seiner Frau nichts, keine Träne, kein Gefühl. Der ist wirklich in seiner Welt enorm verschlossen gewesen, bis die Maria sich nicht mehr anders zu helfen wusste und gesagt hat, ich möchte jetzt gerne mit der Katja rausgehen. Das war ein extremer Schachzug. Aber ich habe das sofort akzeptiert, hat die Mutter die Katja geschnappt und mit meiner Co-Therapeutin hat sie den Raum verlassen, sind in den Garten gegangen, es war schönes Sommerwetter und haben draußen gespielt. Und dann haben wir mit dem Vater weitergearbeitet. Er konnte dann jemand von der Gruppe annehmen, als Nathalie als Mutterperson, weil quasi vorher war er im Schoß der Mutter. Und Nathalie, als sie ihn im Schoß hatte, den Klaus, hat sie sofort gemerkt, wie sie selber in eine große innere Verzweiflung gekommen ist. Ihr sind die Tränen gekommen. Und sie hat sofort gespürt, das halte ich nicht aus, das ist einfach zu viel. Und sie hat gesagt, ich brauche selber eine Mutterperson im Hintergrund. Und dann war also Klaus im Schoß seiner Mutter von Nathalie und hinter ihr nochmal eine Großmutterperson. Und erst dann konnte sich die Nathalie langsam allmählich lösen aus ihrer rasenden Verzweiflung. Und vielleicht noch als Vorbemerkung, ich mache nichts. Ich sage der Nathalie nicht, was sie machen muss, sondern die Nathalie selber dazu gekommen, hat den Vater gefragt, möchtest du, dass ich mal hinter dich sitze, weil sie gemerkt hat, da fehlt ihm jemand. Und die Nathalie hat gesagt, ich halte das nicht aus, ich möchte keine Mutterfigur im Hintergrund, also ich mache nichts, sondern ich schaue nur zu oder sage je nachdem, was ich für Bilder habe. Es war also hinter der Nathalie die Großmutterfigur und dann konnte sich Nathalie langsam beruhigen. Und dann konnte sie sich immer noch bitter weinend bei ihrem Sohn, bei Klaus, entschuldigen und gesagt, weißt du, ich habe ein Leben lang deinem Vater Vorwürfe gemacht und habe dich emotional missbraucht und ich habe gar nie gespürt, dass ich nicht deinen Vater meine, sondern meine Mutter, die ich vermisst habe. Ich habe die Vorwürfe meinem Mann gemacht und ich habe dich emotional dabei missbraucht. Nochmal, nichts kam von mir, sie selber einfach so gespürt, indem sie den Klaus gehalten hat und jetzt eine Mutterfigur hinter sich hatte. Und hat sich bitter entschuldigt bei ihm und ihm gesagt, weißt du, ich spüre erst jetzt, wie viel ich deine Beziehung zu deiner Frau gestört habe, weil ich letztlich gar nicht wollte, dass du dich einer Frau zuwendest, sondern ich wollte, dass du in meinem Besitz bleibst. Und du hast eine wunderbare Frau. Das war extrem berührend, was diese Frau alles aus sich herausgeschöpft hat und was sie dem Vater sagen konnte. Er immer noch keine Träne weinend, aber hat zum ersten Mal die Tragik seines Schicksals verstanden. Das ist tief bei ihm rein. Und was nachher entstanden ist, kam dann die Mutter wieder rein und mit der Katja zusammen und die Familiensituation war entspannt und aufgelöst. Was dann entstand, ist nicht mein Idealbild. Der Vater hatte ein eigenes Geschäft und wurde so krank, dass er mehrere Monate nicht mehr arbeiten konnte. Also die Sitzung ist extrem tief gegangen. Und es wurde ihm durch diese Sitzung aber klar, was er da eigentlich aufarbeiten musste. Und durch diese Krankheit konnte er sich dann Hilfe von außen holen und hat eine Therapie begonnen. So hat sich die ganze Familiensituation entschärft und die kleine Katja wurde zu einem Sonnenschein. Abschließend möchte ich etwas sagen zu meiner Arbeit. Ich liebe meine Arbeit über alles. Und letztlich ist es mein göttlicher Kern, der Kontakt aufnimmt mit den Leuten, die mit mir arbeiten möchten. Und ich suche den göttlichen Kern in jedem Menschen, der ist in jedem Menschen drin. Die Frage ist, wie verborgen? Das manchmal sehr. Und ich spüre, wenn mein Herz aufgeht,
dann geschieht Heilung. Und ich glaube, meine Arbeit ist so gut, ich wäre schon längst größenwahnsinnig geworden, wenn das meine Arbeit wäre. Das bin schon lange nicht mehr ich, sondern das ist meine Verbindung, die ich habe zur geistigen Welt. Und die dürfen mich gerne, und das mache ich gerne, die dürfen mich gerne als Kanal benutzen oder als ihr Werkzeug. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, und ich denke, es ist jetzt Zeit für Fragen oder Bemerkungen oder Kommentare oder persönliche Mitteilungen, was auch immer. Du hast es auch denn, zu beiden, jetzt in der Familientherapie, das Herz nicht öffnen kannst oder keine Verbindung spürst, funktioniert es nicht. Passiert dir das, dass durch irgendwelche Gründe keine Verbindung zustande kommt? Eher früher. Mhm. Ich habe ja, als ich als Psychoanalytiker anfing, ich habe in einer Kinderinstitution gearbeitet, und dort haben wir sofort mit Paar- und Familientherapie angefangen. Also ich arbeite seit 46 Jahren mit Familiensystemen und mit Paarsystemen. Und da ist es mir schon aufgefallen manchmal, dass ich das Gefühl habe, wie kann man mit der Schreckscheibe verheiratet sein, oder so ein Affe als Mann ist ja unmöglich. Aber dann habe ich immer gemerkt, kann man die Hände davon lassen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Wir können nur arbeiten, wenn wir beide Partner zu gleichen Teilen verstehen und akzeptieren können. Das habe ich früh gelernt. Das geht schon von außen, dass man sein Ego mal außen vor lässt. Aber gibt es, dass spirituell keine Verbindung stattfindet? Gibt es sowas? Oder ist, okay, das wollte ich. Sowas ist immer möglich. Manchmal ist es kompliziert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Familie, die vor mir saß, und mit einem Baby und einem Kind. Und ich habe mich sowas von gelangweilt. Ich dachte, was soll ich bloß anfangen? Erst eine halbe Stunde vorbei. Wie bringe ich die Zeit rum? Also, es war wirklich schlimm. Und dann habe ich einfach versucht zu spüren, sitz das mal aus, schau, was geschieht. Und was ich dann in solchen Situationen mache, ist, dass ich auch meine Helfer aus der geistigen Welt bitte, mich respektive die Familie zu unterstützen. Und irgendwann geht das Tor auf. Und wo es aufgeht. Und dann arbeite ich dort, wo das Tor aufgeht. Unter Umständen eine Familie, die gekommen ist, und der Mann kam mit. Nur, als eine Frau gesagt hat, bitte komm mit, der Franz hat das gesagt, fange ich irgendwann mit diesem Vater an zu arbeiten. Je nachdem. Und dann eben versuche ich immer, möglichst früher als Psychoanalytiker habe ich stundenlange, jahrelang gesprochen. Ich versuche möglichst bald auf die Körperebene zu kommen. Und es gibt ja Leute, die sehr viel sprechen, und ich weiß, was für eine Not dahinter verborgen ist. Und ich stoppe die dann, indem ich denen sage, weißt du, du hast so viel Information, und es ist jede Schlaufe, die sie bringen, ist ihr altes Trauma nochmal von einem neuen. Aber das ist ziemlich langweilig, weil das habe ich schon lange begriffen, um was es geht. Und dann sage ich ihnen, weißt du, ich kann so viel Information gar nicht aufnehmen. Und bin dann wirklich beharrlich, was spürst du im Körper drin? Und das kann unter Umständen schwierig sein, dass die Leute gar kein Organ haben, ihren Körper zu spüren, und quasi sagen, Körper, alles normal. Dann denke ich immer, wie Paare, die sagen, Sexualität, alles normal. Denke ich immer, Gott, ihr seid, das ist der falsche Ort hier. Und dann ist meine Verführungskunst, dass sie in den Körper reinkommen. Das hast du einen Hintergrundpsychoanalytiker angesprochen. Habe ich nicht verstanden. Als Psychoanalytiker. Du hast einen Hintergrundpsychoanalytiker angesprochen. Und ja, für mich, und jetzt auch zum Schluss von deinem Vortrag, diese ganz starke spirituelle Orientierung, die du eingeschlagen hast. Und was mich interessiert, ist in deiner Biografie, wie sich das vollzogen hat. Ja? Oh. So,
Eine Psychoanalyse hat auch das Menschenbild durchaus konträr zu dem, was du mir vorgetragen hast. Und einerseits, wie sich das vollzogen hat, und andererseits, wie es dir heute damit geht, auch gewissermaßen mit der psychotherapeutischen Mannschaft und mit der Psychoanalyse. Also deine Frage ist so komplex, dass man darauf gar nicht in so einem Rahmen antworten kann. Aber ich will dir so ein paar Stichworte sagen. Mir ist natürlich als junger Analytiker bald mal aufgefallen, in Supervisionsseminaren, wie gewisse Kollegen über ihre Patienten gesprochen haben. Und ich habe gedacht, so ein Patient möchte ich nie sein. Das ist sowas von respektlos. Und natürlich sagt das etwas über die Traumatisierung dieses Psychoanalytikers. Ich möchte den nicht schlecht machen. Aber damals habe ich mir als junger Analytiker gesagt, ich möchte gerne meine Supervisionen so gestalten, dass mein Patient jederzeit dabei sein könnte als Maus in einer Ecke und mir zuhören, was ich über ihn erzähle. Und was ich nicht gewusst habe, dass ich heute Supervisionen tatsächlich so mache, wenn ich Schwierigkeiten habe mit jemandem, sage ich der betreffenden Person, du, ich merke, da hänge ich irgendwo und ich würde gerne mal zu einem erfahrenen Therapeuten gehen, aber ich würde dich gerne mitnehmen. Und dann gehen wir zusammen und machen Supervision und ich erzähle dann oder die betreffende Person erzählt und dann ergänzt die andere Teil und endet immer so oder fast immer so, dass ich am Schluss in Tränen aufgelöst da sitze und dann geht die Therapie wunderbar weiter. Denn natürlich kommt die betreffende Person mit der Pathologie, darum ist sie ja zu mir gekommen, aber dass es hängt, hängt natürlich mit meiner Pathologie oder mit meinem blinden Fleck oder mit meinem etwas nicht aufgearbeiteten zusammen. Und wenn ich das zulassen darf, dann geht es wunderbar weiter. Das mit der Spiritualität ist ein bisschen eine kompliziertere Frage. Ich bin ursprünglich katholisch erzogen worden, sehr streng, und habe dann in der wissenschaftlichen Ausbildung meine ganzen Glauben über den Haufen geworfen und kam in eine etwa 20-jährige atheistische Phase und bin durch ein sehr persönliches Erlebnis wieder dazugekommen, und das habe ich überhaupt nicht gesucht, dass ich plötzlich gemerkt habe, da gibt es Ereignisse zwischen Himmel und Erde, die ich mit Wissenschaft nicht mehr erklären kann. Und das war für mich dann ein sehr bewegendes Neuerlebnis, dass ich in die Spiritualität reingekommen bin und dann angefangen habe, für mich, für die Indianer Nordamerikas und ihre Welt sich und ihre Religiosität zu interessieren und dann für den Buddhismus. Und heute habe ich ein sehr gelöstes Verhältnis auch zur katholischen Kirche. Ich habe überhaupt keine Ressentiment mehr, weil ich merke, neben ganzen Machtmissbrauch, das offensichtlich ist in der katholischen Kirche, dass der einzelne Pastor sich sehr bemüht um seine Schäfchen in der Gemeinde. Und ich sehe in jeder Religiosität letztlich um etwas Ähnliches kreisen. Also du siehst, ich bin so sehr über viele Umwege und Stationen zu dem Weltbild gekommen, und heute ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich jeweils am Morgen meditiere oder auch in Meditationsgruppen gehe und, wie ich vorher angetönt habe, eigentlich glaube ich, ich habe es nicht angetönt, dass ich, wenn ich Seminare mache, eröffne ich das mit einem Gebet und ich schließe es auch wieder mit einem Gebet ab, oder wenn ich so in einer Situation drin bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich verstehe gar nichts mehr, kann ich meine Co-Therapeutin anfragen, aber das Häufigste ist eigentlich, dass ich dann meine Begleiter aus der geistigen Welt bitte, mich oder diese Familie zu unterstützen. Und das ist für mich zu einem, je älter ich werde, und ich bin natürlich ursprünglich Naturwissenschaftler, ich habe Zoologie studiert, zu meinem ganzen wissenschaftlichen Weltbild ist die Spiritualität sehr langsam gewachsen. Aber weil ich so ein atheistisches Weltbild habe, habe ich nicht irgendwelche Scheuklappen, sondern ich bin sehr offen. Und ich merke, je älter ich werde, desto wichtiger wird diese spirituelle Erfahrung und Weltsicht. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ich
interessiere mich für die Vor- und Weiterbildungen, die du anbietest, und wollte dich fragen, an welche Personen sich die richtet. Und die Weiterbildung. Ja, genau. Und ob es so etwas auch in Österreich gibt oder ob du in Österreich jemanden empfehlen kannst, der so etwas Ähnliches macht wie du, oder ob du selber in Österreich auch anbietest. Ich glaube, es wird in Österreich bald jemanden geben. Der Michael Josef Egarter mit seinem Feuersalamander in St. Pölten. Er ist jetzt noch in der Weiterbildung, aber so wie ich ihn erlebe und mit seiner Partnerin, mit der Maria zusammen, wollen die nicht nur Seminare geben, sondern die werden wahrscheinlich auch später Weiterbildungen anbieten. Ich selber biete eine Weiterbildung an in Basel, die 17 beginnt im Februar und im Prinzip offen an alle. Ich habe keine, man muss oder jenes ist Voraussetzung, sondern das können Psychologen, das können Ärzte sein, das können Hebammen sein, das kann aber auch eine Hausfrau sein oder ein Chemiker oder ein Physiker. Je nach Interesse, ob sie diese Art empfinden und anspricht. Und ich begleite sie einfach während 4 Grundkursen, jeweils eine Woche lang, durch diese wichtigsten Themen. Und dann habe ich noch 3 Aufbaukurse, nämlich Kurs 5, wie die Seele aus der geistigen Welt rüberkommt. Kurs 6, wie wir mit Paaren arbeiten auf diesem sehr fragilen pränatalen Hintergrund, und dann Kurs 7, wie wir mit Familien arbeiten. Und das ist eine Weiterbildung. Und vielleicht noch ein Wort dazu, es ist nicht verpflichtet, wenn du Kurs 1 machst, dass du dann bis 7 bleibst, sondern du kannst nach Kurs 2 sagen, Dankeschön, war sehr gut für mich, und du darfst aussteigen. Das ist nicht verpflichtend. Ist das deine Frage? Auf meiner Website www.meinnamefranz-renkel.ca ist mein Rundbrief, und dort wird die Weiterbildung beschrieben. Welche Erfahrungen gibt es mit Kindern, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind? Also das wird ja jetzt immer größer, das Thema. Kannst du nicht eine andere Frage stellen? Ich will ein bisschen scherzhaft darauf antworten. Früher habe ich alles gemacht, um mich mit dieser Problematik nicht zu beschäftigen, weil meine Welt sich natürlich durch diese ganze Spiritualität und diese ganze Tiefenarbeit eine ganz andere ist, und ich das Gefühl habe, wenn Eltern keine Kinder bekommen, sollten sie sich damit auseinandersetzen, warum möchte mein Körper keine Kinder. Wobei wiederum der Naturwissenschaftler sagt, die Spermienanzahl aller Säugetiere hat weltweit durch die Verseuchung 1/3 abgenommen oder noch mehr. Also es ist nicht alles Psyche, sondern es gibt auch diese somatische Komponente, nicht zu vergessen. Aber ich möchte, dass letztlich die Eltern sich mit dieser Situation auseinandersetzen und dann schauen, was das wieder bei ihnen auslöst. Und wenn Eltern dann so sagen, ein Herz tut mir weh, also Chemiekeule drauf, und wenn das nicht hilft, neues Herz. Wenn die Sexualität nicht hilft, dann wollen wir künstliche Befruchtung, damit möchte ich mich nicht belasten. Und jetzt die humorvolle Seite von der Geschichte. Ich habe mich eher ferngehalten und habe auch schon Paare aktiv ermuntert, sie sollten sich vielleicht lieber anderswo Hilfe suchen, die damit offener sind. Ute Auhagen, Stephanos hat zum Beispiel ein wunderbares Buch geschrieben, Damit mein Baby bleibt, als Bindungsanalytikerin und Ärztin. Und sie hilft den Müttern, den Eltern, damit sie so in eine innere Haltung kommen, damit ihr Körper das Baby nicht wieder abstößt, sondern dass sie das Baby behalten kann. Das ist wunderschöne Arbeit. Kam also eine Familie zu mir und 2 10-jährige Kinder, Zwillinge, und die waren künstlich gezeugt, das wusste ich von Anfang an. Und dann haben die verschiedene Sachen zusammen erlebt und erzählt und so, und war schon fast das Ende der Sitzung, und dann haben die Eltern angefangen, über die künstliche Befruchtung zu sprechen. Das wusste ich, das andere wusste ich vom Telefon, die Mutter mir gesagt. Und dann war ich erstmal in der Art und Weise, wie der Vater das eröffnet hat, sehr berührt und
habe gemerkt, also mit meinen alten Urteilen komme ich da nicht durch. Und bei ihm war folgende Situation, dass der Same zwar produziert wurde, aber er hatte kein Vasdeferenz, das heißt, der Same konnte nicht ausgeleitet werden. Und dann hat man Samen von ihm genommen und damit die Eier der Mutter künstlich befruchtet. Und das hat mich alles sehr berührt und auch wie er das erzählt hat. Und dann wurden die Kinder, die waren extrem lebhaft, wurden immer ruhiger. Und am Schluss klebten sie quasi auf den Körper des Vaters. Und das war so eine andächtige Ruhe, dass ich meine Vorurteile gegen künstliche Befruchtung für immer über den Haufen geworfen habe. Zeit, falls noch Fragen wären. Vielleicht etwas Kleines. Ich habe einen Film gedreht, Schicksalsschwangerschaft, über meine Arbeit. Und ich habe dort hinten nur ein Ansichtsexemplar, vier sind schon verkauft. Ich habe nicht viele Filme mitgenommen, weil es in Österreich eine Barbara Heigl gibt, das sieht man auf einer Website und die vertreibt in Österreich diesen Film, kann man ihr 15 Euro schicken, bekommt man den Film. Und die Geschichte, die ich erzählt habe am Schluss, das ist eine Geschichte, da sieht man, wie das Baby dann oder die Kleine auf dem Körper des Vaters weint. Also das könnt ihr selber euch organisieren, ganz leicht. Nicht so leicht ist das zweitletzte Buch über den Ursprung der Ängste, wo ich versucht habe, die Mythologie aufzuschlüsseln. Und zwar, wenn die Schöpfungsgeschichten der alten Völker oder wenn diese pränatalen Erlebnisweisen so eine hohe Bedeutung haben, habe ich mir gesagt, dann muss in der Mythologie irgendeine Resonanz sein, von die Völker haben sich versucht, mit diesen frühen Geschichten auseinanderzusetzen, halt auf ihre Art und Weise und haben das als Mythen dargestellt. Und die ältesten Geschichten, die Göttergeschichten, die wir haben, sind von den Sumerern. Und dann habe ich die sumerische Mythologie während 11 Jahren studiert und Verwandtschaft drumherum und dabei festgestellt, dass auf der oberflächlichsten Ebene dass die Trennung ist zwischen Mutter und Kind, was alle Hochkulturen machen, Mutter und Baby voneinander trennen. Auf der nächst tieferen Ebene ist es eine Darstellung der Geburt. Auf einer nächsten tieferen Ebene sind die Göttergeschichten eine Darstellung, wie sich das die Völker vorgestellt haben, was ein Baby im Bauch der Mama erlebt. Und auf der tiefsten Ebene, das ist doch nur noch angedeutet, ist es auch eine Zeugungsgeschichte. Und das ist deswegen, oder Jung hat gesagt, die Mythen sind die großen Träume der Völker. Und unser Traum, den wir individuell haben, ist unser Mythos. Das heißt, diese alten Mythen helfen uns, unsere Träume pränatal aufzuschlüsseln. Ich warne euch aber auch vor dem Buch, und zwar nicht, weil es kompliziert geschrieben ist, sondern diese Mythen sind sowas von irre, dass wenn man am Abend eine Geschichte liest, hat man am nächsten Morgen keine Ahnung mehr, was man gelesen hat. Also es ist nicht leicht, dieses Mythenbuch zu lesen, aber lohnt sich, wenn ihr eure Träume pränatal verstehen möchtet. Und das ist dort hinten noch aufgelegt, das ist vergriffen, das Buch. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir können sehr viel mitnehmen, vieles von dem, was du gesagt hast und vieles von dem, was es in uns zum Schwingen bringt. Und ich wünsche dir noch viel Zeit, viel Kraft, Energie für die Arbeit, damit die Liebe, die da durchfließt, fließen und fließen kann und Gutes bewirken kann. Danke dir. Danke. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.